Also die Idee wäre, um ESA sozusagen vom Weltraum runterzukommen auf die Erde. Und man könnte ja Drohnen benutzen, also autonome fliegende Fahrzeuge für die Energiegenerierung. Also das ist der zweite Teil. Also die grundsätzliche Idee ist folgende. So the outline is that first I will introduce the source here. So erstmal wir gucken über, was ist die Quelle, warum das eine gute Idee ist, warum wir nehmen dieses Hoch-Altitude-Wind zu nehmen für Energie. Zweite, wir kommen zu der Technologie. Das heißt Airborne Wind Energy. Und dann der letzte Teil ist, wir mal sehen, wir können eigentlich selbst etwas bauen für das. Der erste Teil anfangen. Hier, wir erinnern uns, dass wir haben eine Wunschliste dabei hier für Conventional Energy. Sie würden sagen, grundsätzlich, offensichtlich, das ist sauber genug, es ist exploitable, dass es gegen ein lebenslange für einen Mensch da, das ist controllable. Und dann das natürlich kommt mit großer Gewinn für manche Leute. Aber wir kennen schon, wir weiß nicht, wenn das harmlos ist. Wir haben schon ein Denkmal, was passiert nach dem Katastrophe, was passiert durch dieses Katastrophen, was passiert, wenn wir versuchen, dieses Feuer zu erlöschen. Und das ist auch wichtig in diesen Zeiten von Fake News, was passiert durch dieses Katastrophen. Wir haben dieses letzte Bild, ist die Carbon-Dioxide-Niveau. Und dann wir kommen wir sehen dann die rechte Seite so hoch. Und wir sehen die letzten 1000 oder 2000 Jahre, das ist nur an der letzten Seite, das kommt so hoch gesteigert. Das ist ein klares Zeichen, dass wir müssen dann etwas tun und tun es sehr schnell. Yeah, so now let's try to propose something which can be part of the solution. Lass uns jetzt vorschlagen, etwas, so es ist nachhaltige Energie. Wir haben dabei eine Wunschliste, all dieses ubiquitous, continuous, accessible, Gewinn. Gibt es etwas, eine Energiequelle, das hat alle diese Qualität? Nachhaltige bedeutet, wir kommen zu dieses, wir haben genug Energie für jetzt, aber das kommt mit keiner Schade in der Zukunft. Ubiquitous, das bedeutet, dass es überall an der Erde, jedermann kann das erreichen, ohne etwas kompliziert in dem Fern, die Kraftwerke zu so für einen Weg zu erreichen. Continuous, das bedeutet, ja, jeden Tag, Nacht, Morgen, alles erreichbar, accessible, das bedeutet, wir haben die Technologie dabei. Haben wir etwas? Und die Antwort ist ja. Und wir schauen uns, das ist die Flugwindkraft. Wir haben diese Tabelle für verschiedene nachhaltige Energiequellen. Und dann wir haben dieses Merkmale, wir wünschen an die linke Säule. Und dann wir haben die verschiedenen Möglichkeiten da an die erste Reihe.
zum Beispiel Fusion, Solar, Hydro, Geotherm und dann Wind. Wind, conventional hier, bedeutet, dass es bis 100 Meter und das ist die Windturbine, wie hoch das ist. Wir sehen uns hier, dass es gibt kein dabei, das hat vier grüne Punkte. So for example, the spatial zum Beispiel energy is clearly not ubiquitous, die Solarenergie, das kommt aus dem Weltraum, das wir haben früher gehört. Wir müssen nur über einen schönen besonderen Punkt auf der Erde eigentlich strahlen, sodass es nicht ubiquitous ist. Windenergie hat ein ähnliches Problem. Wir nutzen das nur auf besondere Punkte auf der Erde. So let's add to this list what lassen uns dann haben eine neue auf der Liste hier, das ist Hochaltitude Wind. As all the other wind energy as well. And high altitude here means to go hier, wir haben High Altitude, bedeutet, das ist über 200 Meter hoch. So let me argue why. Lass mich erklären, warum ich denke, das ist eine sehr gute Quelle. Ich habe Philipp dabei. Ich bin sehr froh, ihr habt dieses Bild für uns gemacht. Es schaut dieses Westeuropa, ein Ratio dabei, ein optimaler Hoch, wo hoch dieses Windkraft ist. Bis 1000 Meter und wir vergleichen. Und verglichen mit der Windenergie von 100 Metern. Was man hier sehen kann an der Küstenfläche, ist die. Also gibt es sozusagen eine Verdoppelung der Windenergie. Das bedeutet also, an der Küste selbst, wenn man höher geht, hat man eine höhere Energiedichte verfügbar, als einfach, wenn man ein bisschen weiter unten ist. Außerdem gibt es an der Küste sozusagen nochmal eine Linie, die hier ist. Wenn man es auf die Landseite packt, bist du viermal besser an der Küste. Und hier in dieser Region, etwas südlich von Leipzig, gibt es nochmal eine Linie. Das ist ein Faktor von 8 besser bei hohen seeing that the coastal regions have already a factor of 4 in this ratio better. Okay, wenn man hier sieht, dass die an der Küstenregion gleich viermal besser sind und die noch weiter unten schon achtmal besser sind, kann man sagen, dass die Positionen von konventioneller Energiegewinnung, die momentan sehr beschränkt sind, also die Frage, wo man sozusagen die ganzen Turbinen hinpacken kann, werden deutlich verfügbarer, wenn man auf höhere Höhen geht. Wenn man da sozusagen die ganze Landfläche verwenden könnte. Also das ist sozusagen, wo mehr Energie verfügbar ist, wenn man auf der optimalen Höhe sammelt. Und hier als Beispiel, warum das eine kontinuierliche Energiequelle ist, das ist eine Zeitverteilung der Windgeschwindigkeit in Leipzig. Die Windgeschwindigkeit hier ist von gelb bis rot und die Höhe ist hier markiert und das ist sozusagen die Skala eines Monats. Und ihr könnt sehen, auf 500 Metern Höhe habt ihr also weniger Höhen, aber wenn man hier sieht, auf höheren Ebenen haben wir die höheren Energiedichten, also die höheren Geschwindigkeiten. Also das bedeutet also, wenn du auf eine höhere Ebene gehst, dann wird es effizienter. Und das ist beinahe unmöglich für konventionelle Windturbinen. Also müsst ihr den ganzen Masten höher bauen und viel größere Strukturen erschaffen. Und hier wird nochmal angezeigt, die optimale Sammelhöhe, und sozusagen die Höhe, auf der es optimal wäre, an einem gewissen Zeitpunkt, um die Energie zu sammeln, wenn man über den ganzen Monat hinweg schaut. Und wenn man von diesem Graphen zu dem Histogramm geht, also eine Zeitverteilung der verschiedenen Windgeschwindigkeiten, bekommt man dieses Bild hier. Das hier sind die Punkte für 100, 170, 500 und 1000 Metern und für die optimale Höhe. Und eine Sache, die man hier sehen kann, ist, dass der Mean deutlich zu höheren Windgeschwindigkeiten sich wendet, wenn man die Höhe verschiebt. Außerdem, wenn man sich nach der
optimalen Verteilung anschaut, dann verschiebt sich alles auf die rechte Seite und unterhalb von 5 Metern der Sekunde gibt's, also das ist die Zeit, die es braucht für eure Windturbinen, bis sie anfangen, Energie zu produzieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist von 76% auf 87% erhöht, was eine Menge ist. Also angepasst auf die optimale Sammelhöhe ist es unmöglich für konventionelle Windturbinen. Also bevor ich eine bessere Technologie, wenn man Zugriff haben möchte auf diese höher gelegenen Winde. Und das ist nochmal die Grafik von davor. Und ich habe hier nochmal ein bisschen erklärt, warum die Quelle ist, also überall verfügbar und permanent ist. Und jetzt ist die Frage, ist es überhaupt verfügbar? Also das ist dann die Frage, wie kommen wir da hin? Ist das möglich? Und dafür müssen wir uns was anderes anschauen. Also das sind die Probleme, die beim Design von so einem Ding auftreten können. Wenn man in höhere Höhen geht, das heißt, dass man nicht einfach nur den Turm erhöhen kann, weil man hat dann deutlich mehr Belastung unten. Also das ist die Proliferation von Masse, also von Gewicht. Außerdem bedeutet das, dass man eine verändernde Höhe hat, in der man eigentlich sein will, dass man keine statische Struktur haben sollte. Als Beispiel hier kann man den Skywalk im Grand Canyon sehen. Und das ist ein sehr beängstigender Arm, wenn man sich das anschaut. Wenn man sich jetzt mal so eine Windturbine im Vergleich anschaut, wenn man sie mal um 90 Grad drehen und dann mal die Größe vergleicht, dann kann man sich vorstellen, was für Kräfte da dran ziehen. Also an dem Fundament des ganzen Gebäudes. Also schon eine sehr krasse Technologie, die wir da haben. Aber wir müssen es also besser machen. Und das ist der zweite Teil. Also luftgeschützte Windenergie. Und das ist wohl die wichtigste Folie in diesem Teil. Also sie erklärt die Idee hinter dieser Technologie. Also du nimmst autonome Drohnen mit dünnen, flexiblen Kabeln verbunden und dadurch transferiert man die Energie. Also wie funktioniert das? Also wenn du dir so eine normale, konventionelle Turbine anschaust, da hast du die meiste der Energie wird produziert bei den äußeren Teilen der Flügel und die produzieren die meiste Energie, weil sie die meiste Geschwindigkeit um sich herum haben. Die inneren Teile werden größtenteils passive, stabilisierende Faktoren. Und wenn man jetzt diese Struktur austauscht mit etwas, das flexibel ist, und das Erste, was man da sich wohl denken kann, ist so ein Kabel, womit man es am Boden verbindet. Und jetzt ist dieser aktive Teil, das ist sozusagen dieses Flugzeug, was da im Kreis fliegt. Es war vorher diese Windturbine. Das ist das Prinzip. Okay, aber wie bekommen wir die Energie runter, wenn wir dieses Flugzeug in der Luft haben? Also wir müssen da irgendwie in Energie, also Strom umwandeln. Was ich bisher noch nicht gezeigt habe, sind Sachen, die leichter sind als Luft. Also im Prinzip sowas wie ein Ballon zum Beispiel. Und dann kann man die Energie rausziehen. Und dann wäre halt eben dieses Kabel eine Stromkabel. Wir können uns auch anschauen, wenn man sozusagen vorbeifliegt. Wir hätten sozusagen ein sich bewegendes Flugzeug, was in einem sogenannten Drag-Mode fliegen könnte. Was heißt würde, dass man auf diesem Flugzeug einen Generator hätte, also eine Art Propellerflugzeug. Nur sind diese Propeller sozusagen umgekehrt, also die produzieren Energie, wenn sie sich drehen durch den Wind. Und dann hat man noch das andere Prinzip, wo die Generatoren sozusagen im Flugzeug sind und dann wird über das Kabel die Energie nach unten geleitet. Und der zweite Teil ist, dass man sozusagen den Lift-Mode benutzt. Also das ist sozusagen am Boden befindliche Motoren und das Kabel selbst überträgt die Energie. Also überlegt man sich, dass die Kraft dadurch gegeben ist, dass das Kabel zieht und du bewegst dich sozusagen in irgendeinem Muster mit deinem Flugzeug und die Kraft, die auf dieses Flugzeug wirkt, zieht sozusagen an dem Kabel, das am Boden am Generator angebracht ist und das erzeugt dann die Energie am Boden aus Bewegungsenergie in Stromenergie. Und dann müsste man sozusagen wieder einmal zurückfliegen mit minimaler Energie, um dann wieder sozusagen diesen Prozess nach außen
bei dem man am Kabel zieht, zu starten. Okay, das sind die Konzepte. Und da gibt es einen ganzen Zoo von verschiedenen Geräten, die diese Idee vorschlagen. Also es zeigt, dass die Technologie noch sehr neu ist. Also sieht man hier, dass etwas in einem Achter-Pattern fliegt. Manche Sachen sind leichter als Luftturbinen. Also dieses hier, das ist sehr exotisch. Oder das habt ihr vielleicht schon in den Medien gesehen. Oder Vorschläge wie dieses hier. Das sind Quadcopter, die die Energie durch das Rotieren der Propeller erzeugen. Und viele andere exotische Flugzeuge, die man benutzen könnte. Okay, ein bisschen Ordnung in die ganze Technologie, also für diese ganzen Vorschläge. Also eine Sache, die ich mit euch besprechen möchte, ist Crosswind Flight. Hier als Beispiel sieht man ein konventionelles leichter als Luftsystem mit so großen Windturbinen. Und die effektive Fläche in so einer Turbine ist sozusagen dieses Gebiet, das hier markiert ist. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was wäre, wenn wir ein Flugzeug bewegen. Und dann wäre das Bild von davor ungefähr so. Und wenn man aber jetzt ein Flugzeug nimmt mit denselben Flügelgrößen, wie die Größen der Propeller sind, dann wird euer Sammelgebiet deutlich größer. Es wird so groß ungefähr. Das ist viel größer. Und der Grund dafür ist, dass die effektive Fläche jetzt bei der Flügelfläche mal diesem Koeffizienten, also die... letztendlich geht es darum, dass man durch größere Fläche und die Bewegung durch den Raum die Energie, die Fläche, mit der man die Energie unterziehen kann, erhöhen kann. Jetzt können wir uns hier aber fragen, warum braucht es 30 Jahre für diese Idee bis zu den ersten Systemen? Und die Antwort ist in dieser Community vielleicht ganz interessant. Also warum hat es 30 Jahre gedauert? Weil genügend Berechnungsenergie noch nicht verfügbar war. Also man konnte es ja nicht berechnen einfach, ja. Computational Power. Als Beispiel hier ein Modell für einen der aktuellen Führenden im Feld, MX Power. Und das ist so ein System im Vergleich mit einem konventionellen System. Das ist ein 2 Megawatt System. Und das Airborne System, also das ist die die Bodenstation und das ist das Flugzeug. Also eine der Sachen, die sichtbar sind, ist einfach, dass es viel schöner aussieht. Das zerstört die Umgebung nicht so sehr. Also auch nur aus einem ästhetischen Betrachtungswinkel heraus. Jetzt der nächste Schritt wäre, sich die Technologie genauer anzuschauen und zu schauen, was es für Systeme eigentlich gibt, mit denen man, die man dann braucht, also die man entwickeln müsste, um so ein Gerät zu erschaffen. Also zuerst bräuchte man eine Drohne, also ein Flugzeug. Also es sollte eine sehr, sehr effiziente Koeffizienten haben. Also man bräuchte irgendeinen guten Gleiter. Man braucht Sensoren an Bord, also einen Accelerometer, ein Gyroskop, GPS, ein Barometer und eine PTOT. Tube. Und das braucht man, damit man sozusagen den Systemstatus erfahren kann oder halt berechnen kann. Dann braucht man eine Steuerungsoberfläche, also sowas wie Ruder und Flügel. Dann braucht man auch einen Mikrocontroller und verschiedene Algorithmen, um alles sozusagen zu berechnen, also die Navigation und wie die aktuelle Position des Geräts ist. Und natürlich auch noch die Navigation. Und dann braucht man noch irgendeine Art was wie ein Propeller fürs Starten und Landen oder die Energieproduktion, je nachdem welches System man halt möchte. Und die Bodenstation braucht also was wie ein Schlagzeug für das Kabel. Man braucht einen Motor für die Energiegenerierung, einen Energiekonverter, um auch den Strom dann tatsächlich zu benutzen und einen Mikrocontroller mit Algorithmen, um halt alles zu synchronisieren mit der Drohne und irgendeine Art von Startbahn oder Katapult fürs Starten und Landen. Also eigentlich sieht es ja ganz simpel aus, aber der Teufel steckt im Detail.
Hier ist ein Bild von einem Kollegen von mir, das in einem seiner Talks gezeigt hat, und ich fand das sehr gut, weil das zeigt sehr gut, was für Probleme überwunden werden müssen. Also es fängt an mit Theorie ist, wenn nichts funktioniert, aber jeder weiß wieso. Also schauen wir uns mal dieses Video an. Das ist eine der Flüge. Also das Flugzeug startet. Das ist kein Sound. Ah, okay. Im Flugzeug wurde gerade Abbruch, 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 fuck gesagt. Also am Ende hat man noch dann gehört, wie der Entwickler geschrien hat. Das Problem war, dass da eben das Kabel gerissen ist und dann ist das Flugzeug abgestürzt. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß wieso. Und hier ist ein Beispiel dafür, es ist ein Katapultstart für ein Flugzeug, das Gewicht benutzt. Wow, hat man im Video gehört. Das ist eine positive Überraschung für einen Test. Und wenn man manchmal Theorie und Praxis verbindet und nichts funktioniert und keiner weiß warum, da steckt dann wirklich sozusagen das Problem. Zum Beispiel hier, alles scheint gut zu sein. Und dann stürzt der Prototyp ab. Also das ist sehr kompliziert. Also zum Ende zu kommen, es gibt viel Fortschritt. Ich werde mich auf drei Unternehmen fokussieren, die alle in Berlin sind. Also für dieses hier ist ein System auf so einem Truck mit einem passiven Flugzeug und das produziert bis zu 30 Kilowatt Energie. Dann gibt es Ampix Power, die haben in den Niederlanden eine Startfläche und sie produzieren dieses Flugzeug aktuell, was in Crosswind-System Lift-Modus funktioniert und 250 Kilowatt hat. Das ist allerdings noch in der Produktion. Und dann gibt es da noch Google X Makani in Kalifornien und die haben ein Drag-Mode-Aircraft gebaut, was, ich kann es euch kurz zeigen, mit 600 Kilowatt. Und das ist ein Video von denen auf der Website. Da kann man sehen, dass dieses 600 Kilowatt System funktioniert. Man kann ja das Kabel sehen. Das ist von dem Kabelverbindungspunkt. Okay, also die Sachen funktionieren. Das sind Prototypen. Aber eine Sache, die wir noch brauchen, ist, man muss testen und Erfahrung sammeln. Also Erfahrung ist das, was man bekommt, wenn man etwas ausprobiert und eigentlich etwas anderes erwartet. Das bedeutet, dass wir müssen testen, analysieren und anpassen. Also das Design in diesem Zoo, was ihr gesehen habt, muss angepasst werden. Zum Beispiel das Design der Grundstruktur, also ob man jetzt hat einen fliegenden Flügel oder einen Zweiflügelflugzeug oder sowas haben will, ob man dieses Kabel, was für Material möchte man da benutzen und so weiter, was für Materialien an sich möchte man benutzen, etc. und so weiter. Der Mode of Operation, also wie das ganze Ding funktionieren soll, also ob man sozusagen diesen Drag-Mode oder eher normales Starten und Landen benutzen möchte. Dann braucht man noch die Kontrollhardware, also und die ganze Software, die muss wirklich gut getestet haben, muss zertifiziert werden bei den Agenturen, die für die Flugsicherheit zuständig sind, weil man möchte den totalen Verlust in den Experimenten möchte man eigentlich dann in der Praxis vermeiden. Also hier kommt die Idee her, dass man statt, dass man das macht, also man sozusagen eine günstige Testplattform entwickeln, bevor man das dann im Großen macht. Und das hat uns auf die Idee gebracht, eine Open-Source-Testplattform zu entwickeln, wo jeder zu Hause seine eigene Winddrohne basteln kann. Und das ist der dritte Part dieses Teils.
Yeah, what are the ingredients here? Was haben wir hier für Zutaten? Erstmal, wir haben unseren Drone. Wir müssen gucken an dieses Airframe Reinforcement Hack. Das bedeutet, wir müssen vorbereiten dieses Rahmen vom Flugzeug für den Flug. Dann zweite Ground Station, Bodenstation. Nächste ist Navigation und Curved Manifolds. So deswegen wir haben dieses Kabel, das kann ich so gerade sein. Und letzte, wir haben die Control dabei, der Autopilot, unser Betriebssystem für unsere Flight Control. So let's come to the airframe. Wir kommen zu dieses Airframe Reinforcement Hack. Wir müssen nehmen unser Lieblingspolyester Airframe nehmen. Wir müssen kleben zusammen die Flügel. Kabelrad muss dann drinnen und wir haben reinforced mit Glue. Dann wir haben Carbon unter. Das ist die vorne Teil von dieses Gerät und dann die Kabel dreht rund dieses Teil und wir haben auch Tubes für die Fuselage an dieses Flug. Wir haben eine Box dabei für die Kabelrods und dann alles zusammen mit Screws. Wie groß das ist, wir müssen mal gucken. Hier, wir haben die ursprünglich große mit Carbon. Wenn Sie wünschen, kommt hier und gucken. So, this is how it looks decomposed into different components. Hier wir haben alle die verschiedenen Komponenten. The servos for the control surfaces. Für die Kontrolloberfläche. Pixar Autopilot. Pixar Autopilot im Zentrum. Dieses Microcontroller ist hier. You have a GPS ein GPS-Sensor. Telemetry Antenne. Für unsere Datei. For data transfer für unsere Detailübertrage zu der Bodenstation. Wir haben auch Manual Control zu wechseln, raus dem Autopilot. Wir können auch Manual Control dabei haben. Yeah, so now this is the drone itself. So now hier it's the question what to do with the drone and selbst. Here let's look why the drone behaves as a fish. Because, und wir gucken, warum dieses Drone eigentlich behalten wie eine Fisch. Wie eine Fisch, wir haben eine freie Kabel, das ist freie Bewegung. And the thing which we came up with was best served und die Dinge, wir haben erfunden für dieses Application, ist eigentlich eine, ein Fishing Reel, eine Fischkabel, Angeln-Kabel. So you need offshore here, because the drum has to be perpendicular to the rod. Hier, dieses Drum muss perpendicular zu dieses Drum sein. Andere Angeln-Kabel hat das eine andere Design dabei und das ist nicht 90 Grad rund und dann das ist keine gute Idee zu haben, so man muss dieses Gerät haben. Hier ist unser erster Flugtest und hier sind unsere Ergebnisse auf dem Video. Versuch mal rauszugehen, Manual. Achtung, Achtung, versuch ihn zu fangen. Na gut. Okay. So, unfortunately, it did not work. Leider, das hat nicht funktioniert. So, what happens? This was the result. The tail was broken. Und hier sind die Ergebnisse. Unser Hinterflugteil war kaputt. Und dann, das war nicht weiter steuerbar. So we put some carbon on the lower part und dann wir haben dann geklebt mehr Carbon unter. Sie machen das stärker. Ja, and then of course you have to think about writing your navigation code. Dann natürlich, wir müssen überlegen, wie wir konnten dieses Navigation Code dann schreiben. So here is the recipe for how to do it. So hier ist eine Rezept, wie wir konnten das alle diese Zutaten machen. Wir nehmen unser Manifold, das ist ein Klon von Autopilot OS Betriebssystem Flight Control Software.
Das ist eine Hemisphäre, das ist Zentrum über unser Bodensystem. Dieses Planar Curve, dann wir auch haben Pinch auf ein Differential Geometry, dann auch ein sehr kleines Stück von Classical Mechanics dabei. Und das hilft mit der Beschleunigung zu eigentlich steuern, dieses Control-Oberfläche Behaltung und dann 12 Mal Kaffee zu trinken. Alles zusammen, ohne die Kaffee natürlich, das ist für dich. Und dann wir haben dieses Algebra-System und wir können das gut steuern. So, the curve is shown here. Dieses Curve ist hier anzeigen. Das ist eine Figure-8-Pattern, Hinterteils versteckt. Wir haben zwei Geodesic-Teile. Das ist C1 hier geklebt zusammen. Wenn Sie gucken an unser Papier im Detail, das ist die Quelle-Code. The patterns which you basically have to die where you have to Merkmale sind Highlight, das sind rot oder grün, das ist wo man eigentlich Code ändern musste, so ändern die Control Algorithms. Und jetzt wir gucken an die zweite Testflight. The next attempt. Unser nächster Versuchen. Ja, the whistling sound you have heard at the end is the tether. Okay, den das Geräusch, das ich am Ende gehört habe, das war dieses Kabel, das durch die Luft sich bewegt hat. Und wenn man hier die Datenanalyse aus dem Flug anschaut, kann man zum Beispiel sehen, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man das analysieren kann. Zum Beispiel der Autopilot ist sehr gut gemacht in diesem Open-Source-Projekt. Sie haben eine Datei mit all den Informationen drin. Und hier gibt es die Flugkurve für verschiedene Flugmodi, die es gibt. Man kann sich Abweichungen anschauen. Man kann sich die Belastung des Kabels anschauen oder auf die Längenveränderung des Kabels. Und man kann das Ganze auch noch über die Zeit hinweg plotten. Und das kann man mit diesem sehr netten Autopiloten alles machen, der einfach so verfügbar ist. Also eine große Kooperation im Internet. Die Frage ist, ist es wirklich 100% sicher? Nein, natürlich nicht. Es wird Probleme geben, Unfälle, aber nichts ist wirklich hundertprozentig sicher. Und hier ist eine Standard-Windturbine. Also ihr seht, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir sollten trotzdem versuchen, es so sicher wie möglich zu bekommen. Okay, das war's im Prinzip schon. Was ich sagen möchte, der aktuelle Status des Projekts kann man unter diesem Link hier sehen. Das ist ein Buch vom Springer Verlag, was man sich hier runterladen kann. Und wenn ihr bei uns mitmachen wollt, also wir freuen uns wirklich über Feedback und Hilfe. Geht auf diese Website und schaut euch Informationen an. Also wir wären wirklich dankbar für jede Art von Hilfe. Und außerdem würde ich noch einmal sagen, also wir konnten uns wirklich auf dieses gigantische Werk der Open Source Community verlassen und das war wirklich fantastisch, in so einer kurzen Zeit das umsetzen zu können. Vielen Dank dafür. Außerdem möchte ich zusätzlich noch ein paar Leuten danken, also unserem ganzen Team, dem Herrn Brechtle, dem Herrn Germann, dem Herrn Schalz-Werbang, dem Herrn Zimmern und andere, die auch jetzt nicht da sein können. Vielen Dank.
Here, 1 and 5. So 2 questions. The first one, please. So you talked a lot about powered and not powered, about controlled flight. Sie haben viele unterredet über dieses controlled Flügen, so steuert. Wie ist das vergleichbar zu uncontrolled? Also das Ding ist, es gibt Unterschied zwischen einem Kite und einem Propeller. Und bei so einem Kite darf sich die Struktur nicht wirklich bewegen. Also muss man sich überlegen, wie möchte man einen Propeller auf einen Kite steckeln, wenn er sich nicht bewegen darf, die zurück zu dir kommt. Weil das ist etwas, das ist für mich nicht wirklich klar. Aber in jedem Fall sind stabile Konstrukte schwerer zu kontrollieren als ein Kite. Wenn man zum Beispiel einen Kite vom Boden aus steuert, bewegt sich das nicht so schnell in der Luft. Dementsprechend ist es einfacher, das zu kontrollieren. Aber der Output, den man hat, ist wegen dem schlechten Drag Coefficient nicht so gut wie bei einem festen Flugzeug. Deswegen möchte man eigentlich am Ende zu einem festen Flugzeug gehen. We have questions and answers here. Number 3, please, and that is the last question, I'm afraid. But you can ask questions after the talk. I want to go back to the space part. Ich wünsche zurückgehen zu dieses Weltraumteil. Gibt es viele Ideen, da zu Bootstrap eine Solarbasisstation auf dem Mond zu sein und dann übertrage das zurück zu der Erde und dann zurück? Ist das realisierbar oder nicht? Also mit Lithium-Ionen-Batterien. Also ich glaube, das wäre sehr teuer und man müsste diese Infrastruktur erst auf dem Mond bauen und dann müssten wir erstmal eine Flugbasis dafür hin und zurück bauen. Ja, also realistisch ist so eine Sache. Ne? Am Ende ist es eine Frage von Geld, also Investitionen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das sich dann am Ende wirklich lohnen würde. Aber das haben wir uns nicht angeschaut, das haben wir nicht analysiert. Dankeschön. Okay, vielen Dank, Stefan, Anja und Christoph. Bitte nochmal eine nette Runde Applaus für die beiden. Thank you.